Hi Leute, neuer Vlog von uns, diesmal was ganz, ganz anderes. Wir sind beim Autohaus W, Honda-Händler. Ihr wisst, normal haben wir mit Honda nicht ganz so viel am Hut. Aber ja, vielleicht macht es bei einigen Klick. Ich bin ja dieses Jahr Rookie-Champion geworden in der ADAC TCR Germany und habe das Privileg, dass ich einen Honda Civic gewonnen habe. Wir gehen jetzt mal rein, heute holen wir das Auto ab und schauen mal, wer alles da ist und wie das genau abläuft. Für mich das erste Mal. Ihr wisst, ich bin 17 Jahre alt und jetzt schauen wir mal rein. Ja, ich bin voll nervös. Ich freue mich. Würdest du mich bitte heimfahren? Nö. Du kannst schieben. Ja, dann hören wir halt noch ein bisschen Musik. Naja. Ist ja schön beim Weh. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich sprachlos, mega. Vielen, vielen Dank an Honda. Vielen Dank an Klaus Kniedl, der das alles organisiert hat, dass ich so ein Auto bekommen kann. Und auch natürlich nochmal vielen Dank ans ganze Team, die Tag und Nacht gebuckelt haben, damit wir Rookie Champion werden. Bevor ich jetzt lang laber, ich würde sagen, schaut euch das Auto mal selber an. Der Holze macht einen Carporn für euch. Viel Spaß. Kurzer Boxenstopp im Megas. Ja, vorhin noch kurz. Na, so, warte. Kurzer Boxenstopp im Megas. Und jetzt geht's zum Carporn, Alter. Egal, kurzer Boxenstopp im Megas. Achtung, Carport. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take it on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Storm.
Also Leute, ihr habt den Carbon gesehen, mega Auto, sieht richtig super aus. Ein paar technische Daten noch dazu. Wir haben ein Vierzylinder-Auto mit 182 PS, natürlich Turbo angetrieben. Wir haben ein 6-Gang automatisches Getriebe. Ja, ob es jetzt Spaß macht zum Fahren, ja oder nein, kann ich euch nicht sagen. Der Lukas ist der Fahrer. Ja, macht schon Spaß. Und nochmal vielen Dank an alle, die mir das ermöglicht haben. Wie es jetzt weitergeht, wir schauen mal, ob wir noch ein bisschen was am Auto machen können. Andere Felgen, vielleicht eine andere Abgasanlage. Wenn wir sowas machen, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr gern hättet, was wir mit dem Auto machen sollen. Ja, wir sind da ziemlich offen und freuen uns über jede Nachricht, die wir kriegen oder über jedes Kommentar. Also Jungs und Mädels, schreibt es unten rein. Wir machen das dann oder versuchen es umzusetzen und halten euch auf dem Laufenden. Mit den Videos geht's weiter. Bei mir steht jetzt ein Werkstest vor der Tür, der kommt jetzt dann auch bald hoch. Und ja, dann geht's ja schon weiter mit den News, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Front angetrieben, 6 Gänge manuelle Schalte, automatisch! 6 Gang manuelles Getriebe, oder? Nee. Alter, warum merken wir denn automatisch nicht? Das stell ich dir so oft sagt bei den scheiß, hier. Autos. Rennautos. 1,8 Liter mit 182 PS. Jetzt kommen 5 Liter. Gesehen? Habt ihr nicht, oder? Ein bisschen technische Daten. Nein. Halten wir euch auf jeden Fall auf dem Lab. Ja, sowas passiert dir auch nur im Allgäu. Oh, jetzt kommt mein Auto. Ja, ja, Entschuldigung, was soll ich denn machen? Was sagst du? Weißt du, was echt gut ist? What? Dass keiner deinen schwulen Bart sieht. Hashtag Movember Goals.